sozusagen. Also die Zeit geht super schnell rum, wie am Wochenende auch. Plötzlich sind wir schon bei der Nummer 10 angekommen und es gab insgesamt 10 Gruppen. Das heißt, jetzt kommt offiziell die letzte Information, was ihr so am Wochenende gemacht habt. Und dann werden wir euch noch was Kleines erzählen, wie es vielleicht noch weitergehen kann für euch. Und schwupps, ist das Event zu Ende und ihr fahrt nach Hause und dürft morgen wieder in die Schule gehen wahrscheinlich. Just saying. Bin selbst auch Lehrer, habe ich, glaube ich, noch niemandem erzählt hier von euch. Okay, die letzte Gruppe, last but not least, hat die Ehre, eben diese Vortragsreihe zu beenden. Das ist Green Energy oder Greenergy, ich weiß nicht, wie ihr das am liebsten ausgesprochen haben wollt. Es sind Felix, Marius und Philemon. Ich bitte euch nach vorne und erzählt uns mal, was ihr gemacht habt. Und dann sind wir schlauer. Also der Name ist Greenergy, nicht Green Energy. Und Greenergy ist ein Programm, das wir entweder als App, als Software oder später dann vielleicht auch im Home Assistant integriert hat, bei dem das anzeigt, wie hoch der Anteil von grünem Strom im Netz bei euch zu Hause sozusagen ist. Und dann automatisch, wenn ihr zum Beispiel eine Wallbox zu Hause habt, ihr jetzt nicht, aber eure Eltern vielleicht, bei dem das Elektroauto angesteckt ist und die Software erkennt, okay, jetzt ist der Anteil an grünem Strom besonders hoch, dann schalten wir automatisch über Home Assistant Wallbox an und dann wird euer E-Auto sozusagen mit grünem Strom geladen. Man kann es probieren, das über günstigen Strom zu laden, dann sozusagen, je nachdem, was der User halt machen will. Genau, und natürlich, wenn wir dieses Produkt machen wollen, ist das Wichtigste natürlich, sind das Wichtigste die der Daten. Und zwar einmal die Daten für den Anteil am grünen Strom, am Gesamtstrom. Und dafür haben wir hier von der Bundesnetzagentur eine Seite gefunden, wo man einmal die realisierte Erzeugung und einmal eine Prognose sehen kann innerhalb eines ausgewählten Zeitraumes. Und daraus bekommt man dann die Daten für pro Stunde bzw. pro Viertelstunde, wie halt der Strom ist. Und bei einer anderen Seite haben wir dann noch die Strompreise gefunden, die man sogar nach Postleitzahl abrufen kann. Und das ist dann halt für, wenn man laden will, wenn zum Beispiel der Preis niedrig ist. Hier ist dann ein Beispiel, wie wir zum Beispiel die Daten dann weiterverarbeitet haben. Das heißt, das sind zum Beispiel die vergangenen Daten, wie man hier sehen kann. Das ist zum Beispiel jetzt von gestern. Da sieht man einfach, wie viele Megawattstunden pro Energieträger produziert werden in dieser Viertelstunde hier. Und wie viel Prozent davon, also hier zum Beispiel 78 Grünstrom sind. Und basierend auf diesen Daten, wir haben auch eine Prognose, dann kann man dann hier mit dieser API ausrechnen, wenn man jetzt zum Beispiel hier 5 Stunden lang was laden kann, aber es nur 3 Stunden zum Laden braucht, dann gibt es einem hier die bestmöglichen Stunden aus, um das Gerät halt zu laden. Dafür, dass halt der Strom am grünsten ist in diesem Zeitraum. Und das Gleiche haben wir auch mit dem Preis. Da kann man dann auch postleitzahlbasiert das machen, hier für Weinheim. Und da haben wir dann halt die Stunden. Die sind jetzt leider in einem nicht leserlichen Format so, aber das wären dann halt, das kann man dann einfach umrechnen. So sieht dann das Endergebnis aus, oder zumindest erstmal das Zwischenergebnis. Hier links gibt es ein Tortendiagramm von den verschiedenen Stromen. Und man kann hier auch an dem Regler zurückgehen in der Zeit und sich eben die Veränderung anschauen. Außerdem gibt es hier eben ein Diagramm mit dem Anteil der grünen Energie, wo man zum Beispiel hier sieht, es ist über den Tag immer höher geworden, weil eben vor allem eben die Solarenergie gestiegen ist. Und hier am Ende ist sogar noch eine Prognose eben dran, wie das sich über den Rest des Tages noch auswirkt. Und hier es gibt auch noch der aktuelle Strompreis und auch für den Rest des Tages noch. Man sieht, dass es hier eben steigt. Das wäre also zum Beispiel schlau, hier davor seine Geräte zu laden.
Genau, und dann noch als Funktion, die wir dann sozusagen noch umsetzen können, ist halt die Verbindung mit Smart Home Geräten, dass man dann einfach in der UI anklicken kann, das, was ich eben vorher eingegeben habe, wie lange kann ich laden, wie lange braucht das Gerät zum Laden, und dann sieht man auch eventuell, wie viel Prozent an CO2 man dann gespart hat im Vergleich zu, wenn man es einfach einstecken würde sofort. Genau.